wanna play, make it a better place. It'll take creation, imagination. Try to draw outside the line. Let us see inside your mind. You'll find inspiration. All I'm saying is you can do it. I wanna hear. Hallo, hier ist Gesche von Gestempelt und heute möchte ich mit dir diese sommerliche Schokoladenverpackung machen. Wie du das vielleicht erkennen kannst, habe ich hier die Zitrone aus den spritzigen Zitronen ein bisschen umfunktioniert und zur Kokosnuss gemacht, denn ich bin beim Einkaufen inspiriert worden. Als ich diese Tafel Schokolade entdeckt habe, war klar, dass ich endlich mal mit dem Set arbeiten muss und mit der Kokosnuss, das wurde uns schon bei Onstage damals präsentiert, als wir den neuen Katalog bekommen haben. Und es wurde jetzt dringend mal Zeit, dass ich damit mal arbeite. Und da hier ja so Kokos-Junkies bei mir im Haus leben, wird die Tafel sicherlich auch nicht lange hier auf dem Tisch liegen, sondern die wird sicherlich demnächst verputzt, wenn ich mich jetzt nicht beeile. Genau, das ist so eine Buchverpackung, wie du sie vielleicht schon mal gesehen hast. Ich habe sie halt ein bisschen umgewandelt. Erstmal ist hier ein Magnetverschluss mit bei und dann habe ich hier halt eine Tasche für die Schokolade reingemacht, damit das Ganze ein bisschen mehr Stabilität hat. Wie immer findest du unten eine Übersicht über die Produkte, die ich heute verwende, sodass du jetzt auf Pause machen kannst und mit mir zusammen basteln kannst. Schneide dir alles zurecht und dann geht es auch schon los. Mein Papierschneider habe ich irgendwie ganz weit weggepackt, aber hier ist er. Wir beginnen mit der Innenverpackung und dafür brauchst du ein Stück Papier, das 21,5 x 13 cm groß ist und es wird an der kurzen Seite links und rechts bei 1,5 cm gefalzt. Und dann legst du die lange Seite oben an und falzt bei 10 und bei 11,5. So, auf der einen Seite nimmst du eine Kreisstanze deiner Wahl und machst ungefähr mittig einen kleinen Griff rein. Und dann wird geschnitten und zwar ist das gar nicht viel. Wir schneiden hier einmal bis zur Falzlinie ein auf beiden Seiten und machen da so einen kleinen Keil raus. Und da ich gerne möchte, dass das nachher oben ist, machen wir hier doppelseitiges Klebeband drauf, also auf der Seite, wo du auch gelocht hast. Und dann wird erstmal gefalzt. Und dann nehmen wir das Klebeband ab. Und kleben das hier einmal bündig fest. Fängt mit einer Seite an. Und dann die zweite Seite. So, damit ist die Tasche für die Schokolade fertig. Jetzt fangen wir mit dem Buch an. Und zwar brauchst du dafür ein Stück, was 11 x 6,5 cm ist. Und da legst du die kurze Seite an und falzt alle 0,5 cm. Ich fange hier auf der rechten Seite an. Drehe ich das Papier einfach einmal. So dass ich überall rankomme. So, das reicht auch schon. Und das ziehe ich mir dann so ein bisschen übers Falzbein, damit das eine kleine Rundung bekommt.
sieht das ganz nett aus. Und dann mache ich mir doppelseitiges Klebeband drauf. Und zwar zwei Streifen und dann immer bis zur 1, 2, 3, bis zur vierten Falzlinie. Also eins an der vierten Falzlinie, das andere am Ende des Papiers. Dann habe ich hier zwei Stücke zurechtgeschnitten, die 11 cm hoch sind und 10,5 cm breit. Und da müssen wir jeweils an den kurzen Seiten die Ecken abrunden. Also das hier ist die kurze Seite und das hier ist die lange Seite. Das ist ja bei 11 mal 10,5 manchmal ein bisschen schlecht zu sehen. Dann nehmen wir die gute alte Trio-Stanze und dann wird das Ganze hier angeklebt. Nochmal mein Verschluss kontrollieren, wie ich das gemacht habe. So. Und so. Das ist dann wirklich oben und unten identisch. Das heißt, hier gibt es jetzt keine Ober- und Unterseite. So sieht das Ganze erstmal aus. Und hier wird jetzt diese Packung bündig an die Kante geklebt. Dazu nimmst du am besten Tombow. Bündig mittig an die Kante. Dann sollte das alles passen und nirgendwo mehr eine Ecke rausgucken. So, und nun brauchst du noch einen Streifen, der, ich guck auf meinen Spicker, 9,7 x 2,5 ist. Oh, das reicht genau. Schneiden, nicht falzen. Und das wird links und rechts bei 4 cm gefalzt. Also lange Seite oben anlegen. Und links und rechts bei 4 cm falzen. Und da runden wir auch an einer Seite hier die Ecken ab. Jetzt wird das Ganze gefaltet. Dies hier kleben wir unter die Verpackung. Vorsichtig ein bisschen drücken. Wenn die Hand nicht reinpasst, nimmst du ein Falzbein. Dann wird locker zugeklappt und das Ganze hier dann mit einem Magneten verschlossen. Natürlich nicht mit einem Magneten, sondern mit einem paar Magnete. Die findest du ja auch bei mir im Shop, verlinke ich dir wieder. Na. Jetzt überdecken wir diesen Magneten, ich drücke das nochmal richtig fest, mit einem Kreis, den ich mir schon ausgestanzt habe. Das ist die große 2-3-8-Inch-Stanze. Die habe ich mir ein bisschen eingefärbt, das mit babyblauer Stempelfarbe, passend zum Papier. Einfach ein bisschen außenrum, damit es nicht ganz so hell hervorsticht. Da kommt ein Stempel drauf, eine Portion Sommer für dich, passend zur Sommerschokolade. Das kleben wir jetzt einmal hier oben drüber, sodass man dann den Magneten nicht mehr sieht. Das
zack, versteckt. Und nun kommen wir ja zu dem eigentlichen Highlight, zu unserer Kokosnuss. Und nun möchte ich dir einmal zeigen, wie ich das gemacht habe. Ich hoffe, mir gelingt das jetzt genauso schön wie in meinem Muster. Muss ich mir mal ein bisschen hier hinlegen als Spicker. Mal gucken, wie ich das gemacht habe. Und zwar malt man hier tatsächlich einfach die Kante des Fruchtfleisches ein. Hier vielleicht den Schatten ein bisschen größer. So, und dann habe ich mir einfach den Wassertankpinsel genommen und mein schiefergraues Stempelkissen. Das ist auch schiefergrau als Aquarellstift. Und nun hole ich mir hier einfach ein bisschen Farbe aus dem Kissen und mein Pinsel, da kam das Wasser nicht daraus, wo es raus soll, aber ist wurscht, das geht jetzt auch. Und dann pinsel ich mir das verwische ich einmal den Aquarellstift. Und male mir hier so ein bisschen das Innere der Kokosnuss an. Das muss jetzt einen kleinen Moment trocknen. Und schon ist aus der Zitrone eine Kokosnuss geworden. Das war jetzt ein bisschen sehr nass. Ein bisschen viel Wasser rausgekommen, aber das trocknet jetzt gleich weg. Und dann sieht es genauso schön aus wie mein Muster. Also das kann man immer super gut machen, um da so ein bisschen Tiefe reinzukriegen. Und dann habe ich mache hier mal die Schokolade rein, weil dann hat die Packung einfach ein bisschen mehr Gewicht und dann kann ich sie besser dekorieren. Zack. So, dann habe ich hier auf die Außenkante, auf das Etikett, auf den Verschluss ein Blatt gemacht. Da habe ich wirklich nur so einen kleinen Klecks Tombow, so dass man die Schrift noch gut lesen kann. Und da kommt ein Blümchen drauf. Ne, da muss schon ein großes hin. Und dann kommt auch schon unsere Kokosnuss zum Einsatz. Die wird scheinbar hier so an die Ecke drapiert. Und da schiebe ich einfach auch noch ein paar Blätter drunter. Solange der Tombow noch nicht ganz angezogen ist, kann man da super noch ein bisschen drin rumspielen. Und hier kommen auch noch einige Blümchen dann zum Einsatz. Das macht das Ganze noch ein bisschen sommerlicher. So. Fertig ist die sommerliche Schokoladenverpackung. Ich hoffe, es hat dir Spaß gemacht zuzugucken. Ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Nachwerken. Wenn dir das Video gefallen hat, lass mir ein Däumchen da und abonniere meinen Kanal. Und natürlich freue ich mich, wenn du aktuelle Stampin' Up! Ware bei mir bestellst. Alle Infos findest du auf www.gestempelt.de. Dort findest du auch mein Neukundenangebot und mein Bonusprogramm. Bonuspunkteprogramm. Guck dir das unbedingt an. Ich freue mich, von dir zu hören. Bis ganz bald.